Großteil der Zirkusfamilien und Zirkusdynastien, die es eben damals gegeben haben, haben entweder jüdische Wurzeln gehabt oder waren halt von Minderheiten. Und durch den Aufkommen des Nationalsozialismus sind diese Menschen natürlich verfolgt worden, verhaftet worden. Eine wirklich interessante Sache vom Zirkus selber war natürlich auch, dass es das große Massenentertainment war, das zu der damaligen Zeit stattgefunden hat. Also sagen wir, der Zirkus von damals war halt komplett anders als der Zirkus, den wir jetzt dann irgendwie haben. Sagen wir, den Zirkus, den wir jetzt eben kennen, mit diesen kleinen Zelten, wo dann 50, 60 Leute drinnen sitzen, das ist ein ganz kleiner Rest, der damals da war. Also der von damals eben dann war. Und damals war das eben Sitzplätze von 10.000, 15.000 Besuchern. Das waren drei Ringe in der Show, also sagen wir eben drei Manegen, die nebeneinander verschiedene Sachen stattgefunden haben. Da waren dann noch außen waren eben noch dann die Freakshows oder die was in den Nationalsozialisten auch sehr, sehr oft vorgekommen ist, waren eben diese Völkerausstellungen, die es gegeben hat. Und eben dieses Massenentertainment dann eben zu verwenden von den Nationalsozialisten, haben das eben als eine sehr große Propagandamöglichkeit gesehen. Das heißt natürlich, wenn man sich dann die Akrobaten anschaut, die wirklich topfit sind, mit Muskeln und kompletter Körperbeherrschung und natürlich in diesen flashy Kostümen, die sie dann gehabt haben, das war die perfekte Darstellung für die Nationalsozialisten von diesem perfekten Aria, den sie eben gesucht haben. Und deswegen ist eben dann auch vor allem dieses Entertainment-Programm ist durch die Nationalsozialisten arisiert worden. Was natürlich dann das Problem war, dass die Familien eben vor allem eigentlich jüdisch oder eben von Minderheiten waren. Und deswegen sind eben diese Leute vertrieben, verhaftet worden und haben dann da, ja, sind eigentlich wirklich ganze Familien ausgerottet worden in der Zeit und eben übernommen worden durch die Arisierung.